9. April 1964. Meine Elisabeth, du bist ein Besen in meinen Händen. Die göttliche Hand hält dich und kehrt mit dir. Durch deine Opfer und alle sind ein Besen in meinen göttlichen Händen, die sich selbst vergessen, in liebvoller Hingabe ganz mir übergeben. Durch die pausenlose Opferbereitschaft werdet ihr dazu würdig, dass ich euch in meine Hände nehme und für die wirkungsvollen Säuberungen benütze. Ja, durch euch kehre ich die Straßen, die blühenden Felder und Wiesen, die belaubten Wälder und überall, wo sich die Sünde breit macht. Nimm mir dieses Gespräch nicht übel, da es so menschlich klingt, wie das Sprichwort sagt, ein jeder kehre vor seinem eigenen Haus. Das halte vor Augen, du und die anderen. Wer meint, dass seine seelischen Bedürfnisse mehr und größer sind, diene mir noch getreuer. Für mich kann niemand etwas übertreiben. Wenn du findest, dass meine Worte immer die gleichen sind, schreibe sie dennoch nieder. Merke dir gut, das Wort Gottes ist immer ein und dasselbe. Die Bitte um die Rettung der Seelen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.